Willkommen bei Fiesta Online, hier ist euer Sweezy und ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen in Isil ein Realm zu erstellen und einen Charakter gleich mal zu erstellen. Ich wäre dafür, dass wir mal, also den habe ich noch nie gespielt, einen Jäger spielen. Gesicht. Ja, nehmen wir gerade mal das. Und Frisur. Nee, nein. Ja, das passt. Und Farbe machen wir. Machen wir mal was ganz Neues. Nehmen wir mal Rot. Das sieht doch gut aus, oder? Okay, Name. Sweezy. Ja, und das war's. Und dann starten wir in den Server rein. Anfangsgebiet Woman. Und da wären wir schon. Nehmen wir hier gleich mal die Quest an. Von euch würde ich gerne wissen, ob ich die Quests vorlesen soll oder nicht. Dann beim nächsten Mal. Gut, und da hätte ich gleich mal sagen, gucken wir mal, was wir für eine Quest haben. Babyschnitte. Remy aus Ruhe möchte dich Julia vorstellen. Geh zu Julia. Okay, Julia befindet sich hier. Da werden wir gleich mal hinlaufen. So. Das funktioniert doch schon mal gut. Da ist sie auch schon. So, 7 Erfahrung, 52. Okay, dann nehmen wir gleich mal die nächste an. Und sind schon Level 2, sehr gut. Alles klar, dann haben wir weitere Quests. Müssen wir wieder zu Stadtmeister Woman zurückgehen. Das läuft doch. So, Quest abgeben. 10 Erfahrung, 52 Kupfer und Quest beendet. So, jetzt müssen wir zu Schmied James. Befindet sich auf dieser Seite. Der Freesee. Ah, okay. Interessanter Name. Ach, hier haben wir noch eine Quest zum Annehmen. Alles klar, wir müssen 5 Schleim töten. Für Herr Zach im Walter gezeigt. Dann werden wir da gleich mal hingehen. Und rein geht's. Gut, alles klar. Suchen wir mal unsere Schleimis. Wo sind sie? Da ist einer. Und drauf geht's. Und sind schon Level 2. Jo, das sieht gut aus. Ich hab mal gespannt, wann wir unsere erste Fähigkeit bekommen, aber ich vermute ab Level 3. So, noch eine, dann hätten wir die schon mal erledigt. Gut, und sind Level 3. Sehr gut. Und dann gehen wir die Quest gleich mal wieder abgeben.
gerade wieder zu dem Schmied und schau mal, was er für uns hat. So. Quest annehmen. Sehr gut. Waffentitel Händler Zach. Belohnung. Gerade die Jägerschuhe. Gut, die ziehen wir gleich mal an. So. Naja. Ich hoffe, das wird noch besser. Lehrmeisterin Ruby, Quest annehmen, wie man angreift. Okay. Alright. Das hört sich doch immer gut an. So. Was war jetzt da nochmal die Aufgabe? 5 Pilz. Und hier können wir unsere erste Fähigkeit kaufen. Die nehmen wir gleich mal. Ziehen sie uns runter. Und schauen, kann es weitergehen. So, wir müssen jetzt 5 Pilze und 5 Mandragora sammeln. Okay, dann tun wir das mal. So, und ab in den Wald der Gezeiten. So, müssen wir hin, da. Das sind auch schon Pilze. Guck mal, was unsere Fähigkeit so drauf hat. Oh, sehr gut. Das gefällt mir schon besser. So schön. Die Gegenstände aufsammeln. Und dann kann es schon weitergehen. Und bumm. Sehr schön. So, kann man das hier nicht irgendwie ausstellen? Nein, okay. Eine ungeöffnete Karte. Okay, Kartengruppe Pilz, dann öffnen wir sie mal. Der Pilzaußenseiter. Mit 2 Sternen. Okay, neue Karte. Ja, ich will sie registrieren. Sehr gut. Okay, noch ein Pilz. Und jetzt fehlen uns noch 5 Mandragoras. Die müssen dahin sein. Und eine Schriftrolle von Woman. Ah, da hinten sind sie auch schon. Und ich glaube, nach dem Mob sind wir schon 4. Jo, das war richtig. Ich höre mich heute leider ein bisschen erkältet an, nicht wundern. Sollte die nächsten Tage wieder besser werden. Ich würde mich auch freuen, was ich besser machen könnte. Ob ich euch bei irgendwas helfen kann, einfach unten unter die Kommentare schreiben. Genau. So, und das wär's schon. Dann gehen wir gleich mal die Quests wieder ab. Na, der Stein ist uns im Weg. Oh, hübsches Auto.
So, dann gehen wir mal wieder nach Rumen und ab ins Portal. So. Gehen wir wieder zum Schmied und zum Herr Zach. Alles klar, so was kriegt man jetzt? Eine Kappe. Okay, dann ziehen wir die auch gleich mal an. Sehr schön. Und dann geht's noch zu Ruby. Alles klar. Und Quest beenden. Und dann sind wir schon Level 5. Das geht ja flott. Gut. So. Können wir uns eine Quest holen? Hier. Wir haben eine Händlerin Pay. Was hatten die so Schönes? Kristall vom Bichu, Elruhe 1, schwebender Stein, ein hölzernes Pferd. Schade, ich kann es mir gerade nicht kaufen. Okay. So, dann gehen wir noch zu Lagerverwalterin Reyna. Alles klar. So, was müssen wir jetzt machen? 5 Imp und 8 Feuerpilz. So, und rein in die gute Stube. Da runter, okay. Kalisha. Ja, die sieht schon gut aus. Schon die Imp und drauf aufs Gemetzel. So. Und drauf. Oh, hab ich was vergessen aufzuheben? Nein. So, den letzten. Und unten sind die Feuerpilze. Gut, sehr gut. Ach, nimm mal die Feuerpilze.
jetzt nachher gleich noch ein paar Lebenssteine holen. Ah, komm, das schaffst du. Sehr gut. So, wir machen es nur 4. Und da sind wir schon Level 6. Das geht echt schnell. So, Quests erfüllt und weiter geht's wieder nach Woman. Dann laufen wir mal schön geduldig hin. So, laufen wir richtig? Yo. Und der Lucky steht da immer noch oben. So. Da wären wir ja gleich. Gehen wir erst wieder runter zu Reyna. Und gucken wir mal, ob wir eine neue Fähigkeit haben. Oder ist es ja schon? So, was hat sie für uns? Eine gewöhnliche Rüstung. Okay, die nehmen wir gerne an. Und ab drauf. Naja, die Hose passt nicht so dazu. Aber das kriegt man auch noch hin. So, gehen wir erstmal wieder zu Pay. Und da kriegt man schon die Hose. Sehr gut. Und sind Level 7. Jetzt sieht es doch schon besser aus. Die Hose passt schon besser. Gut. Wo können wir uns Quests holen? Gehen wir erstmal wieder zu Ruby. Gucken, ob sie eine Fähigkeit für uns hat. Jo. Einmal. Jo, das war's schon. Nehmen wir gleich mal an. Und ziehen sie uns auf die Leiste. Jetzt haben wir da eine Quest vergessen. Stadtmeister Womans. Ah, es ist eine Kingdom Quest. Da werden wir auch das nächste Mal reingehen. Level 10 sind wir ja bald, kriegt man hin. Auto-Move-System. Wenn du M drückst, öffnet sich deine Minimap. Rechtsklick auf NPC-Symbol auf der Minimap aktiviert das Laufen zu einem NPC, ohne auch nur einen Knopf drücken zu müssen. Das ist das Auto-Move-System. Okay, das sollte doch zu schaffen sein.
Jo, und schon hätten wir es erledigt. Sehr gut. Da gehen wir gerade mal noch hoch. Es sind noch vier verfügbar. So, nehmen wir auch gleich an. Kommen wir hier durch? Jo. Was steht da? Zu den Jagdgebieten für Anfänger Sandbuch nach links, Wald der Gezeiten nach rechts. Alles klar. Dann wissen wir ja Bescheid. So. Gehen wir noch zum Robin. Was hat der für uns? Helm haben wir schon anscheinend erledigt. Das hört sich immer gut an. Da wollten wir uns noch Steine holen. Nehmen wir gleich mal mit. Und dann geht's wieder in Wald der Gezeiten. Nein, das sind auch noch Quests. Warum habe ich die nicht gesehen? Für uns. Alles klar. Und dann müssen wir noch mal zu Pay. Krebsscheren. Okay. Gut, haben wir jetzt alles. Gucken wir noch mal. Jo. Nice. Laufen wir noch hoch. Dann haben wir ja einiges zu tun. Gut, dann geht's ab hier das nächste Mal weiter. Den Link zum Fiesta Online durch unten die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.